Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Ich zeige dir auf jeden Fall das Finale von dem zweiten Heist und zwar das Bogdan-Problem. Und zwar, Leute, geht es hier in diesem Video, wie gesagt, um das Heist-Finale. Aber was ich noch anmerken muss, morgen früh kommt nochmal das RNG-Outfit, was ich ja angekündigt hatte und habe eine Abstimmung laufen lassen. Und viele Leute wollten einfach das Outfit sehen. Also morgen früh kommt auf jeden Fall das Outfit online. Morgen dann mittags gegen Abendbereich wird dann das Finale 3 kommen. Da könnt ihr auch reinschnuppern. Da werde ich dann das Finale aller Finalen spielen. Und dann, Leute, kommen noch diverse andere Videos. Da müsst ihr aber einfach nur aktiv auf dem Kanal bleiben und mal vorbeischnuppern. Würde mich natürlich riesig freuen. Außerdem ist es so, Freunde, falls ihr die alten bzw. den ersten Heist sehen möchtet, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Unten in der Infokarte könnt ihr auch gerne reinschauen. Da habe ich alle Missionen hochgeladen. Schaut es euch an und dann denke ich mal, seid ihr auf jeden Fall informiert und könnt mit dem Heist durchstarten. Außerdem ist es noch so, Leute, derzeit habe ich ein Adventskalender-Gewinnspiel am Start. Falls ihr das Ganze noch nicht mitbekommen habt, dann würde ich euch empfehlen, checkt die Videobeschreibung aus. Ihr müsst nur Abonnent des Kanals sein. Dann könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Und Leute, lasst mir doch auf jeden Fall ein Like hier auf dem Video. Vielleicht schaffen wir die 77 Likes auf dem Video, wäre übelst krass, wir würden einen neuen Rekord auf jeden Fall damit brechen. Und dann, Leute, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Snapchat, Fraps unten YT heiße ich dort. Und dann kommen wir doch mal jetzt zum Raubüberfall. So, Leute, beim Raubüberfall bekommen wir 950.000 Dollar. Auf jeden Fall muss man das Ganze am besten zu viert spielen, damit es umso einfacher wird. Wenn ihr zu zweit spielt, habt ihr auf jeden Fall eine Menge Probleme. Deshalb würde ich euch empfehlen, spielt das Ganze zu viert. Es gibt ein U-Boot-Team und ein Luftunterstützungsteam. Das U-Boot-Team ist das schwierigere Team, deswegen zeige ich euch die Sicht von dem U-Boot-Team. Die Luftunterstützung muss nur in der Luft bleiben und muss ein paar Helikopter abschießen, also nichts wirklich Besonderes. Nun gut, Freunde, nachdem das Ganze jetzt dann hier auch gestartet hat, müssen wir als allererstes mal zu unserem Stromberg und die anderen müssen natürlich zu dem Avenger. Beide Sachen finden wir oben bei Palito Bay. Nachdem wir da halt eingestiegen sind, gehen wir hin und müssen dann ins offene Meer, beziehungsweise ins offene Wasser. Und dann, Leute, wenn wir dort dann drin sind, müssen wir zu einer bestimmten Location fahren, beziehungsweise untertauchen und dann sehen wir dort auch das U-Boot. Das U-Boot ist uns ja schon bekannt von den Vorbereitungsmissionen, die wir davor durchführen mussten. Dann fahren wir auf jeden Fall Richtung U-Boot und wir bekommen eine richtig coole Animation. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus und Rockstar Games hat das auf jeden Fall gut verarbeitet, wie man da auf jeden Fall reinkommt. Ich hatte auf jeden Fall richtig Gänsehaut am ganzen Körper, als ich dort reingegangen bin. Wenn man dann im U-Boot angelangt ist, sieht man, dass man eine Taucherausrüstung anhat und dann bekommen wir einen Auftrag, dass wir so einen bestimmten Typen finden müssen, der irgendwo hier im U-Boot eingesperrt ist. Das Ding ist, Leute, wir müssen uns jetzt wirklich richtig hart durch diesen U-Boot durchkämpfen, wir müssen die Leute umbringen. Das Ding ist aber, es ist auf jeden Fall ein bisschen tricky oder es ist ein bisschen schwer, die Leute hier umzubringen. Deshalb würde ich euch empfehlen, in Third Person ist es ein bisschen schwieriger. Deshalb, Leute, geht in Ego-Perspektive, dort könnt ihr die Leute ganz einfacher treffen, die sind leichter zu treffen, ihr habt mehr Sichtperspektive und, und. Also es fällt einem viel einfacher, die Leute zu eliminieren, als wenn ihr das im Third Person machen müsst. Dann müsst ihr auf jeden Fall den Informanten finden, beziehungsweise diesen einen Russen, den uns ja Avon zu Auftrag gegeben hat, muss man dann hier in dieser Mission finden. Wenn man diesen gefunden hat, dann sieht man auf jeden Fall, dass er in so einem Gefängnis drin ist und dann bekommen wir den Auftrag, nachdem wir ihn jetzt hier gesehen haben, passiert nichts Besonderes, aber wir bekommen dann den Auftrag, dass wir wieder hoch sollen zum Kontrollzentrum und dann begeben wir uns zum Kontrollzentrum und es passiert was, denn Lester ruft uns an und gibt uns Bescheid, yo Leute, ihr müsst ein Bild von dem Kontrolltisch, glaube ich, war das. Also eben, man muss von einem Kontrolltisch ein Bild machen mit seinem Handy. Wenn man das Ganze dann gemacht hat, geht das Handy weg und man muss Avon bzw. Clifford, das Programm Clifford, muss man da reinstecken. Sobald man es da reingesteckt hat, kommt eine Videosequenz, wo dieser Russe, der dann halt im Gefängnis war, herkommt und mit uns anfängt zu reden. Er sagt, dass alle Sachen, die wir jetzt machen, ist unnötig, denn wir werden sozusagen verarscht von diesem Avon und von diesem Programm halt, was einfach mit uns redet, also von dem Segelohrenmann und von dem Programm, werden wir halt verarscht, denn die möchten, dass wir uns gegenseitig umbringen und dann passiert das, was halt nicht passieren soll. Dieser Computer sagt dann, ich habe dieses U-Boot jetzt hier übernommen, Selbstzerstörung wurde aktiviert und dann, Leute,
heute müssen wir uns verziehen. Auf jeden Fall gibt es da noch mehrere Konversationen, aber das wäre jetzt viel zu lang, wenn ich euch alles erklären würde. Wenn ihr das selber spielt, seht ihr das auf jeden Fall. Das Ding ist auch, das U-Boot hat eine Atombombe gelagert und das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem. Wir müssen dann halt vom U-Boot verschwinden und dann müssen wir an Land schwimmen mit unserer Taucherausrüstung. Und sobald wir an Land gelangt sind, sind dort ein oder anderen Gegner, die wir dann umbringen müssen. Und dann sagen wir dem Flugteam, dass die mit dem Avenger kommen sollen und uns abholen sollen. Dann, wenn wir im Avenger drin sind, geht am besten jeder an eine Kanone und ihr tötet alle Helikopter, die euch dann gleich nochmal verfolgen. Und dann am Ende, wenn ihr wirklich alles geschafft habt, dann geht ihr zum Flughafen, parkt den Avenger im Hangar. Dann kommt man nochmal eine Sequenz, wo Lester sich dann darüber aufregt, dass wir verarscht worden sind. Aber dann war es eigentlich auch schon sozusagen mit dem ganzen Heist hier. Ich kann euch ja mal nochmal sagen, was die Heist-Voraussetzungen sind, dass man das Elite schafft zum Beispiel. Und zwar war es halt bei uns so, dass man das Ganze als erstes Mal in unter 15 Minuten schaffen müssen. Bei uns war das 18 Minuten. Dann, Leute, müsst ihr Fahrzeugschaden weniger als 5% haben. Das heißt, der Avenger darf nicht so viel Schaden erleiden. Wir hatten 7%. Und dann, Leute, darf noch niemand eliminiert werden. Wenn niemand eliminiert wird, haben wir auch, also das haben wir jetzt zum Beispiel geschafft gehabt, da haben wir dann auch einen Haken von der Elite-Herausforderung. Und dann, Leute, war es zum Großen und Ganzen eigentlich auch zu der finalen Mission hier. Und meiner Meinung nach, also mein kleines Fazit jetzt nochmal, war richtig cool auf jeden Fall das Ende. Aber was mich wieder ein bisschen gestört hat, diese Mission war kürzer als manche Vorbereitungsmissionen. Deswegen war es echt schon ein bisschen komisch, dass der Heist jetzt nur so wenig gedauert hat, beziehungsweise dass er so kurz war. Ich war ruckzuck fertig mit dem Heist, das war auf jeden Fall ein bisschen schade. Aber trotzdem war es ein richtig geiler Heist, mal so einen Einblick in ein U-Boot zu haben. War richtig geile Mission, muss ich schon echt gestehen. Die Vorbereitungsmissionen waren cool. Eine hat ein bisschen genervt, also die Wasserwerfer-Mission hat genervt. Aber ansonsten war das eine richtig coole Mission und meiner Meinung nach richtig top, diese Mission hier. Aber nun gut, Freunde, das soll es aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Wie immer hoffe ich doch, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Gerne könnt ihr mir natürlich ein Like da lassen und ein Abo, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und dann verabschiede ich mich doch jetzt mal hier an der Stelle. Wünsche euch natürlich noch einen richtig angenehmen Tag und würde sagen, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.